Hallo und herzlich willkommen zum Booty Boost am Montagabend. Wieder eine neue Woche, wieder eine Woche voller Kurse für euch. Ich bin Marlene, dabei habe ich heute einmal die Valerie und einmal die Caro zur Verstärkung. Ihr braucht heute zum ersten Mal bei mir ein bisschen Equipment, und zwar einen Stuhl und zwei Handtücher oder zwei dreckige T-Shirts, also wenn ihr eh waschen wolltet zum Beispiel, alte Unterhosen tun es auch. Hauptsache, ihr könnt darauf ein bisschen über den Boden gleiten. Ansonsten braucht ihr nichts. Wenn ihr noch kurz eure Sachen holen wollt, tut es gerne. Und dann stellt es erstmal alles an den Rand. Wir starten im Stand ohne Equipment mit einem kleinen Warm-up zum Reinkommen. So, die Füße einmal ein bisschen weiter als schulterbreit. Die Zehenspitzen drehen wir leicht nach außen. Bauch ist fest, Schultern sind tief. Wir starten mit einem Squat. Geh langsam. Tief. 3, 2, 1. Und hoch, 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 nochmal, setz dich zurück, schieb die Knie nach außen und drück dich wieder hoch. Kannst dir jetzt schon vorstellen, du würdest dich auf den Stuhl setzen, ja? Das heißt, die Hüfte geht nach hinten, die Knie schieben leicht nach vorne und nach außen und auf dem Weg nach oben, Gewicht auf die Fersen. Wir werden ein kleines bisschen schneller, 2, 2, tief, tief, hoch. Hoch. Zweimal mehr. Let's up. Single Tempo. Tief und hoch. Und hoch. Achtmal mehr. Tief, hoch. Halt die Brust stolz, halt oben an. Wir stehen ein bisschen weiter. Schultern zurück, Bauch fest. Wieder langsam in den Squat. 4, 3, 2, 1 und hoch. Je weiter wir stehen, umso mehr müssen wir darauf achten, dass wir die Knie richtig rausschieben und die Außenkanten der Füße belasten. Dann solltet ihr jetzt auch langsam den Popo spüren. Einmal mehr. Komm langsam nach unten. Halt hier. Roll die Schultern zurück. Bauch fest. Und dann schieb dich leicht. Von Seite zu Seite. Wir kombinieren. 2 Squats. Und jetzt zur Seite. 3, 2, 1. Komm hoch. Tief. Wir starten jetzt nach links. 3 Stück. 3, 2, 1, Squats. So, Ziel hier, bisschen die Hüfte aktivieren, bisschen den Po warm machen und nach links. Jawohl, bleib dabei. Und dann schieb, schieb, schieb. Halt oben. Setz dich einmal nur tief. Knie raus. Zum Abschluss nur von Seite zu Seite. Schieb, schieb. Jawohl. Die Beine werden hoffentlich langsam ein bisschen warm. Wenn nicht, ist die Lösung ganz simpel. Du gehst einfach noch ein Stückchen tiefer. Noch 8, 7. Warm-up gleich durch. Und lösen. Einmal kurz ausschütteln. Wir bleiben erstmal bei einer ganz einfachen Übung, nämlich den Squats. Darfst die Füße nochmal so wie im Warm-up nach außen nehmen. Zehen wie immer leicht nach außen gedreht. Bauch fest. Schultern zurück. Wir arbeiten ganz viel, ganz weit unten. Spann den Po bewusst an. Jetzt starten wir erstmal relativ locker. Komm tief. Tief, tief, hoch und hoch. 1, 2. So. Gewicht ist immer noch auf der Ferse. Knie schieben bewusst nach außen. Achtung. Erste Runde. Puls. Puls.
Puls. Ganz kleine Bewegung. Ganz weit unten. Noch 8, 7, 6, bleib tief. 4, 3, 2, komm hoch. Roll kurz die Schultern zurück. Korrigier die Füße, wenn nötig. Und steig wieder ein. Tief, tief, hoch und hoch. Einmal mehr. Halt hier unten. Wir heben im Wechsel unsere Fersen. Rechts, tief, links, tief. Achtung, das Ganze. Impuls, rechte Ferse. 4, 3, 2, 1 und wechsel. 4, 3, 2, 1. Tief, tief. Wir lösen. Komm einmal kurz hoch. Wenn du willst, schüttel kurz aus. So, wir nehmen die Füße jetzt noch ein klitzekleines bisschen weiter und drehen die Füße bewusster nach außen. Versuch dich jetzt relativ gerade nach unten zu setzen. Er klappt den Po rein und spür, wie er festmacht. Wir starten ganz gemächlich mit dem Squat. Tief, tief, hoch, hoch. Bleib dabei. So, je weiter die Füße stehen, umso aufrechter kann der Oberkörper bleiben. Notfalls korrigierst du die Füße, wenn du merkst, dir kippen die Knie nach innen oder der Hüftbeuger schmerzt. Halt unten, bleib hier. Puls, rechte Ferse. Puls, Puls. 2, 1 und wechsel. Tief, tief. Zurück nach rechts. Andere Seite. 4, 3, 2, wir halten tief, halten. Und jetzt, stell dir doch mal vor, du klappst die Pobacken richtig rein, du kippst dein Becken nach vorne, spür den Hintern. Oh oh. Wie wär's? Kleine Pulses? Puls, Puls. Oh, und das im zweiten Lied. Komm langsam nach oben. Okay, einmal ausschütteln. Wir brauchen jetzt unseren Stuhl. Ihr dürft euch einmal drehen, wenn ihr wollt. Legt euch ein Handtuch über die Kante vorne, damit es ein bisschen weicher ist. Optional macht ihr einfach alles auf dem Boden. Braucht kein Equipment. Wir starten mit unserem vorderen Bein hinten auf den Stuhl, so dass euer Knöchel vorne ankommt. So, großer Schritt. Manchmal wird's helfen, man hätte noch was zum Aufstützen. So, gerne die Arme zur Stabilisierung nach vorne nehmen. Bruststolz. Wir starten super langsam. 4, 3, 2, 1, hoch, hoch. Hoch, nochmal. So, euer hinteres Knie zieht geradewegs nach unten. Euer vorderes Knie schiebt leicht nach außen. Optional kommt ihr einfach zu Valerie und arbeitet fest auf dem Boden. Bleibt dabei. Es ist hier okay, wenn ihr euch leicht nach vorne beugt und den unteren Rücken ein bisschen entlastet. Einmal noch langsam. Wir werden ein bisschen schneller. 2, 2. Tief, tief, hoch, hoch. So, ich habe das Ganze gestern ausprobiert und ich kann euch sagen, wenn wir am Ende dieses Liedes sind, wollt ihr aussteigen. Bleibt dabei. So, eure Oberschenkel arbeiten mit. Einmal mehr. Achtung, Bottom, Half. Tief, Halb, Tief,
und hoch. Tief, halb, tief und ab. So, Level 1. Level 2. Hoch und lift. Tief, halb, tief, lift. Bring nochmal den Fokus aufs hintere Bein. Tief, halb, tief, lift. Und lösen. Hammala. Der ganze Spaß mit dem anderen Bein. Such dir einen stabilen Stand. Bring den Fuß wieder hinten auf den Stuhl. 4, 4. 4, 3, 2, 1. Hoch. So. Es geht hier nicht ums Wohlfühlen, ne? Aber trotzdem, wenn ihr Beschwerden habt in der Hüfte oder im Knie, ihr müsst nicht so tief kommen, um den Po zu trainieren. Lieber das Gelenk ein bisschen entlasten und sauber weiterarbeiten. Bleibt dabei. Alle Attacker und alle Bartänzerinnen kennen dieses Lied. Zwei und zwei. Tief, tief, hoch, hoch. Bleibt dabei. Einmal mehr. Halt kurz oben. Bottom, half, tief, Mitte, tief und hoch. Die letzten Sekunden hier. Was fehlt noch? Tief, Mitte, tief und lift. Zieh. Ferse zur Decke. Zwei mehr. Mein Stuhl verabschiedet sich. Einmal noch. Tief, Mitte, tief. Geschafft. Einmal ausschütteln. Ihr braucht euren Stuhl nochmal. Und ihr dürft ihn jetzt einfach kurz umdrehen, sodass ihr was zum Aufstützen habt. Ja, der Stuhl ist jetzt nicht mehr dafür da, um euch zu quälen, sondern um euch zu stützen. Oh. So, kommt einmal an eure Stuhllehne. Bringt die Füße ungefähr hüftbreit unter den Körper. Beugt die Knie. Wenn ihr wollt, stützt die Ellbogen auf. Wir starten. Rück, rück, ran. Ran. Nimm irgendein Bein, guck nur, dass du dann nachher wechselst. Hüfte bleibt gerade, Bauch bleibt fest. Tempowechsel, schnell nach oben, schieb, halten, langsam tief. Wenn der Stuhl das zulässt und hinten offen ist, kannst du den Fuß bis unter die Sitzfläche bringen und den Weg größer machen. Achtung, wir bleiben oben. Hoch, halt. Hoch, halb. Die Bewegung darf klein sein. Unser Standbein bleibt gebeugt. Zwei mehr. Und kurz lösen. So, wir bleiben beim ersten Bein. Beug dein Standbein. Und jetzt schieb zur Seite raus. Raus, raus und kreuz hinten. Raus, raus. Und hoch. Halten, langsam tief. Versuch, mit der Außenkante vom Fuß anzuführen. Selbes Spiel wie gerade eben. Hoch und halb. Hoch, halb. So, und jetzt solltet ihr es ganz besonders in eurem Standbein spüren. Ja? Dieses ganze Stabilisieren wird hart. Kurz lösen. Endspurt fürs erste Bein. Immer im Wechsel. Nach hinten und zur Seite. Hoch, hoch, tief, tief und Seite. Auf den Beat. Hoch, ran. Seite, ran. Je länger das Bein, je mehr Spannung, desto härter. Und lösen. Das war Runde 1. Wir bleiben hier
Anderes Bein. Oh. Beug jetzt das andere Bein. Nimm den hinteren Fuß. Und starte. Rück, rück, vor, vor. So, mach den Bauch fest. Stolze Brust. Dann gehen wir schnell nach oben. Stopp. Halten. Langsam tief. Einmal mehr. Top half. Hoch, halt. Hoch, halt. I'm a boss. Die letzten. Zwei. Eins. Kurz abstellen. Oh, oh, oh. Beug dein Standbein. Spielbein zur Seite. Hoch, hoch. Tief, tief. Schnell nach oben. Hoch. Halten. Tief, tief. Wenn du willst, kreuz wieder hinten. Mach das Ganze ein bisschen intensiver. Ja, größerer Weg, mehr Muskelaktivität. Top half. Hoch. Halt. Hoch. Halt. I'm a boss. Eieiei. Hier. 3, 2, kurz lösen. Letzte Runde. Wir kombinieren wieder. Start nach hinten. Rück, rück, vor und zur Seite. Single Tempo. Rück, ran, seit, ran. Versuch für die letzten paar Wiederholungen nochmal tiefer zu kommen im Standbein. Lass den Po brennen. Und geschafft. Der Stuhl darf aus dem Weg. Wir machen eine kleine aktive Pause. Komm mal auf beide Knie. Einfach den Blick zu uns nach vorne. Knie ungefähr hüftbreit. Relativ natürliche Haltung. So, Bauch ist fest, Brust ist stolz, komm kurz zur Ruhe und wenn du soweit bist, schieb dich nach oben auf die Knie. Wir gehen immer hoch, hoch, tief, tief. Single Tempo, hoch, tief, schieb. Bring deine Hüfte so weit vor wie möglich und spür bei jedem Mal nach oben kommen, wie der Po anspannt. Halt oben, wir gehen. Halb, hoch, von der Seite. Immer halb und hoch. Zwei, eins und lösen. Das war easy, oder? Wir hängen noch eine Runde dran. Wenn du willst, leg dir was unter die Knie, falls es wehgetan hat. Roll nochmal die Schultern auf. Und dann starten wir gemütlich nach oben. Hoch, hoch, tief, tief. Für dich die Kontrolle, ob der Po wirklich anspannt. Wenn du hochkommst, darf es sich so anfühlen, als würde er deine Hose einklemmen. Achtung, Single Tempo. Hoch, tief, hoch, tief. Noch 8, 7. Viermal mehr. Schieb. 3. Endspurt. Halt oben. Halber Weg. Tief, hoch. Tief, hoch. You got me intoxicated. Schieb. Schieb. Wir sind gleich da. 8 mehr. 8, 7. Noch 4, 3. Und stopp. Du darfst einmal
auf alle Viere kommen. So, bring die Hände einmal unter die Schultern. Roll die Schultern zurück. Knie unter die Hüfte. Wer mich kennt, kennt die Übung. Ist eine meiner Lieblingsübungen für den Po, weil du nach einer Wiederholung merkst, was du tust. Vorderes Bein, 90 Grad, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Um den Po zu isolieren, halt die Hüfte so ruhig wie möglich. Sing es. Hoch, tief, hoch, tief. Bring das Bein nur so hoch, wie du die Kontrolle im Oberkörper behältst. Achtung, wir hängen was dran. Komm hoch und öffne. Hoch, vor, beug und tief. Eins, zwei, drei und vier. Ein kleiner Kick nach vorne, Bein bleibt oben. Endspurt, wir pulsieren. Puls, Puls. Kurze, intensive Runde für jedes Bein. Vier, drei, zwei, lösen. Wenn du willst, setz dich kurz zurück. Locker kurz. Komm dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Roll die Schultern. Nimm jetzt das andere Bein langsam nach oben. Hoch, hoch, tief, tief. Dein Knie führt die Bewegung an. Der Fuß kommt einfach hinterher. Bleib dabei. Zwei mehr. Letzter. Wir werden schneller. Sing es. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch vier. Drei. Wir hängen wieder an. Komm hoch und kick. Hoch, kick, ran und tief. Eins, zwei, drei und vier. Einmal mehr. Endspurt. Pulsier. Puls, Puls. Die letzten. Acht, sieben. Vier, drei, zwei und lösen. So, für unser letztes Lied kommen wir auf den Rücken und ihr braucht jetzt eure zwei Handtücher oder eure zwei T-Shirts oder Lappen, was auch immer. Legt euch die ans Ende eurer Matte, kommt auf den Rücken. Wir stellen unsere Füße auf der Matte auf, legen uns ab. So, bring jetzt die Hüfte weit nach oben. Spann den Po an. Und dann schieben wir im Wechsel unsere Füße weg. Weg, weg, ran, ran. Weg, weg. Die Hüfte bleibt möglichst auf der gleichen Höhe. Zieh. Zieh. Bleib dabei. So. Sollte es dir im unteren Rücken schmerzen, spann mal ganz bewusst den Bauch an und schau, ob das hilft. Und wenn nicht, komm ein paar Millimeter tiefer und entlass den Rücken. Einmal mehr. Wir werden schneller. Vier Singles mit dem vorderen Bein. Vor, ran. Vor, ran. Einmal mehr. Wechsel. Vier, ran. Drei. Einmal mehr. Beide zusammen. Vor. Ran. Jetzt wird's heftig. Jetzt ist es okay, wenn du ein bisschen tiefer kommst.
Noch. Vier. Ran. Drei. Und optional, komm zurück und mach nur ein Bein. Auch in Ordnung. Kurze Pause, kurz ablegen. Wenn du willst, schnapp dir kurz die Knie. Entspann den unteren Rücken. Und dann bring die Füße wieder in Position. Komm wieder nach oben. Spann den Po an, spann den Bauch an. Wir starten wieder im Wechsel. Langsam. Vor, vor, ran, ran. Ihr merkt, diese Übung bearbeitet nicht nur den Po, sondern auch ganz intensiv eure Oberschenkelrückseite. Immer beim Ranziehen hilft alles mit. Einmal mehr. Vier Singles, vorderes Bein. Vor, ran. Vor, ran. Einmal mehr. Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Zurück zum ersten Bein. Vier. Drei. Diese Runde ist ein klitzekleines bisschen länger. Letzter Wechsel. Anderes Bein. Oh-oh. Oh-oh, da fehlt noch was. Beide Beine. Und schieb. Zieh. Hoppala. Habe ich mich wohl doch verzählt. Legt einmal ab. Ah, früher erlöst. Auch nicht schlimm. Wir haben ein kurzes Cooldown. Macht euch kurz bequem. Schnappt euch euer vorderes Bein. Legt den Fuß aufs andere Knie. Und dann drückt mal leicht das Knie nach außen. Atme durch. Für ein bisschen intensiveren Stretch greif durch die Beine durch und zieh sie zu dir ran. Auch hier weiterhin das Knie nach außen schieben. Spür die Beinrückseite und den Po. Komm zur Ruhe. Wir lösen und wechseln einmal die Seite. Einmal nur abstellen, gerne das Knie nach außen drücken. Und dann, wenn ihr mehr wollt, greift einmal durch und zieht die Beine ran. Wir lösen. Nehmt ein bisschen Schwung. Kommt einmal nach oben. Kommt auf beide Knie. Stellt mal euer rechtes Bein auf. Zehenspitzen zeigen vor. Und dann schiebt die Hüfte zurück und setzt dich nach unten. Kleiner Stretch für die Oberschenkelinnenseite und den Po. Breit einmal elegant die Seite wechseln. Auch hier wieder Zehen vor, Po zurück und tief. So. Komm einmal hoch, schnapp dir ein Knie, komm nach oben. Einmal den rechten Fuß hinter den linken stellen, den Arm nach oben und dich mal seitlich ziehen und schieb die Hüfte jetzt weit raus für deine ganze seitliche Muskulatur. Lösen, wechseln einmal die Seite. Und lösen. Stell die Füße nochmal ungefähr schulterbreit auf. Lass dich nach unten hängen. Lass die Beine mal gestreckt. Spür die Beinrückseite. Roll dich dann langsam nach oben auf. Komm an. Klopf dir einmal auf die Schulter. Das hast du gut gemacht. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen
was Spaßiges zu machen am Montagabend, was sich nicht so sehr wie Training anfühlt, sondern wirklich mehr wie Spaß, dann könnt ihr gerne dabei bleiben. In einer Viertelstunde geht's weiter mit Dance, mit Gregorio. Dazu einfach auf den anderen Link wechseln. Ihr kennt das Prozedere. Schöne Woche noch!